Cosima, wie ist damals bei dir eigentlich der Entschluss gereift, Mediengestalterin zu werden? Also ich wusste, ich würde gerne in den medialen Bereich gehen und ich habe mir da ein paar Studiengänge angeguckt, aber das war mir alles irgendwie nicht praxisnah genug und deswegen dachte ich mir, dann mache ich doch lieber eine Ausbildung, dann habe ich was Handfestes in der Hand und danach kann ich immer noch studieren. Also Mediengestaltung, das sind natürlich viele Teilbereiche, also da hat man Schnitt, da hat man Ton, Kamera. War dir da im Vorfeld auch schon klar, was da alles an Holz auf dich zukommen wird? Ja, so grob wusste ich schon, was auf mich zukommen wird. Natürlich, mit der Berufsschule hat man noch sehr viel mehr Elemente. Und dann habe ich im Laufe der Ausbildung sehr, sehr viel mehr gelernt. Und es war alles sehr spannend und sehr aufregend, auf jeden Fall. Genau, und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, vor allem in Richtung Schnitt zu gehen, weil das so mein Steckenpferd ist. Das ist ja auch etwas, was wir hier leisten wollen. Also Marco Wolf, auch ein ehemaliger Auszubildender, mittlerweile auch festangestellt ist hier bei uns, dann auch viel für Ron arbeitet, der hat sich in Richtung Kamera orientiert. Bei dir soll es Schnitt sein. Warum das? Also konntest du in dieser Zeit auch wirklich feststellen, wo deine Stärken bzw. ja auch Interessen hauptsächlich liegen? Ja, auf jeden Fall. Also ich war viel auf Dreh, ich war viel im Schnitt und dadurch konnte ich dann mir überlegen, was ist denn mein Lieblingsbereich? Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, dass der Schnitt wirklich das ist, wo ich gerne hin möchte. Jetzt mag sicherlich manche denken, boah, Fernsehen, das ist immer noch so etwas, da will ich unbedingt hin, Mediengestalter oder Mediengestalterin zu werden, möglicherweise ein Ziel. Was würdest du denn jungen Interessenten raten? Also am besten ist immer ganz, ganz viele Praktika zu machen, so viele wie möglich. Und beim Beruf Mediengestalter für Bild und Ton wird tatsächlich mittlerweile ein Abitur verlangt. Also das ist gar nicht so schlecht. Und einfach ein bisschen ausprobieren. Einfach mal eine kleine Kamera kaufen, ein bisschen in der Welt rumspazieren, ein bisschen was filmen, ein bisschen was fotografieren. Und dann passt es schon. Ja, also wirklich ein spannendes Berufsfeld. Und ich glaube tatsächlich, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Leidenschaft, der ist elementar. Danke dir, Cosi.